Erstmal sicher. Das ist wirklich absolut unnötig. Also ehrlich. Wie ich dir versichert habe, wiederholt. Dein Nefarius, er sieht meinem sehr ähnlich und ist auch böse. Und der Lombax, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber... Du glaubst, er ist ein dimensionales Gegenstück. Kann doch sein. Okay, was auch immer hier vorgeht, wir beheben es. Wir? Ich dachte, Roboter sind... nicht dein Ding. Naja, nicht alle, bloß die meisten. Also, wie der Imperator, seine blöden Anhänger, Piraten. Ja, ich erkenne auch die Ironie. Oh, bitte entschuldige. Ich hatte nicht vor, dich, Du schämst dich? Obwohl ich gerade in deinem Gehirn-Tagebuch-Dings war? Und draufschlage, stürzt das Ding ab.
schließ mich deine Stelle. Na los doch. Alles klar, Bolt? Du bist mir gefolgt. Danke. Ja, tja, wir haben wohl doch noch was zu erledigen. Und jetzt können wir den Mordshelfen, die in diesem was auch immer feststecken. Übrigens, soll ich dir einen Signalverstärker verpassen, damit dein Kommunikator wieder läuft? Das wäre erfreulich. Nicht so spannend wie das, was wir in dem Infobot finden werden, aber fast. Betreten. Kapiert. Darf ich's mir mal ansehen? Ich habe ein wenig Erfahrung mit Dimensionsanomalien. Ich... Klar. Willkommen. Sei gegrüßt. Wie bist du hier reingekommen? Wo genau ist, hier. Oh, das weißt du nicht? Tja, ich auch nicht. Offenbar irgendeine Art Raum zwischen den Dimensionen. Könnte harmlos sein. Oder ein kaskadierender entropischer Riss. Und das ganze All endet bald als eine formlose Suppe. Wir werden sehen. Oh. Oh je. Also, ich bin Clank. Bitte, ich möchte helfen. Klar, ja, Clank. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega-Phase. Nenn mich einfach Gary. Da steht's ja. Clank, Ex-Kampfbot, dann Partner des Lombax, wurde zum Helden. Schön für dich. Oh, oh, ein Freund meines Vaters. Verstehe. Deines Vaters? Du bist vielleicht der, auf den ich gewartet habe. Willst du mir helfen, die Dimensionen zu reparieren? Weißt du, wie man Dimensionen flickt? Und wieso laufen hier Kopien von mir herum? Das sind deine Möglichkeiten. Der Schlüssel zur Reparatur dieser Anomalie. Doch zuerst, nimm die Kugel davon. Das ist eine Hebekugel. Sie reduziert die Schwerkraft von Objekten, die sie berührt. Deine Möglichkeiten verhindern offenbar, dass eine Anomalie kollabiert. Sie sehen aus wie du, weil du die Dimensionalität so interpretierst. Aber wie du sehen kannst, sind sie orientierungslos. Wenn du sie zum Meta-Terminal leiten kannst, beginnst du die Anomalie zu reparieren. Jetzt betritt das Meta-Terminal und du bist einen Schritt näher an der Reparatur dieser Dimensionsanomalie. Ich habe das Gefühl, als würden die Dinge langsam Sinn ergeben. Dimensional gesprochen. Ah, eine Tempokugel. Die bringt dich auf Touren. Ich wette, mit mehr Tempo wäre diese Barriere im Nu erledigt. Lebst du auch auf Sargasso, Gary? Eigentlich auf Savali. Ich habe im Archiv studiert. Es ist die größte Sammlung dimensionalen Wissens, die ich je gesehen habe. Thank you.
Das Gerät kann meine Möglichkeiten vielleicht umlenken. Irgendwie muss man es aktivieren können. Großartig! Du scheinst ein Naturtalent zu sein, Clank. Ich bin vorsichtig optimistisch. Ich spüre, dass ich durch diese Rätsel irgendetwas lerne. Aber ich kann nicht erklären, was. Die Worte kommen zu dir, wenn du bereit bist. Jetzt leite deine Möglichkeiten zum letzten Meta-Terminal. Ich will dich nicht nervös machen, aber davon hängt wirklich viel ab. So richtig viel. Wenn ich diese Anomalie behebe, behebt das dann alle Schäden in dieser Dimension? Oh nein. Dafür breiten sich Anomalien zu schnell aus. Ich fürchte, eine Dimensionskatastrophe tritt ein. Wir können sie nur noch mit dem aufhalten, das sie bewirkt hat. Der Dimensionator? Genau. Aber wenn dir das Reparieren von Anomalien hilft, die Dimensionalität zu verstehen, wirst du bald genug gelernt haben, um uns alle zu retten. Hoffe ich. Ich frage mich, ob ich all das letztendlich lösen können werde. Warum sagst du das? Es ist schon lange her, dass ich ein Held war. Und nach allem, was mit dem Dimensionator passiert ist, bin ich besorgt. In Zeiten großer Belastung, bei mir also eigentlich immer, hat es sich stets bewährt, Dinge Schritt für Schritt zu machen. Konzentrier dich auf das, was vor dir liegt. Das wird alles etwas beschleunigen. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Schwerelos auf Abruf. Sind einen Schritt näher daran, die Dimensionskatastrophe zu verhindern. Und nicht so. Hör zu, Mord. Du, Mord und Mord, versteckt lieber die Limonade, bevor Mord kommt. Wow. Du hast sie gerettet. Wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht genau. Rivet, wie geht's dir, altes Haus? Überraschung. Das war heute ein Tag, ich sag's dir. Mein Trip nach Nefarious City lief total schief. Mein Schiff ist Schrott und ich... Ach, überlass das mal ruhig der alten Mord. Also... Sofern du das Teil dabei hast, das ich wollte.
Ich bring das alte Ding wieder in Topform. Rivet, das Schiff ist bereit und wartet auf dich. Okay, Bolts, ich schulde dir einen Signalverstärker. Und dazu müssen wir zu Zorkis. Deine Gegner wollen's nicht kapieren. Triff sie wieder und wieder mit dem Querschläger. Greif zu. Das ist ein echtes Schnäppchen. Ah, der Querschläger. Zieh den Feuernachzug, um auf deine nutzlosen Gegner zu feuern. Oh, oh je, und dann erscheint das Geschoss wieder direkt neben ihn. Und dann zieh den Feuernachzug, um wieder und wieder und wieder zu treffen. Mehr Power ist immer eine gute Sache. Na, das wird einen gehörigen Wumms haben. Tut mir leid. Du brauchst mehr Raritanium, um weiterzumachen. Willst du schon gehen? Was genau steht da? Phantom, Moidoi, Captain Quantum, Kletschki? Ich. Achtung, Widerstand. Ich poste die Abschussliste in unserem Netzwerk. Na los, reparieren wir den Kommunikator. Wir müssen eine Dimension retten, bevor der Imperator uns auch findet. Los geht's! Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen und Ratchet und ich uns verirrt haben. Oh, ja. Tja. Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist nicht schlecht. Ha, stimmt. Also, das ist, Zorkis Gastropop und Arenaplex. Nirgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben, wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Bolts. Ich repariere dich. Versprochen. Alles abgehakt.
Mords Limonenwasserrezept nimmt langsam Gestalt an. Sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch im Zurkis. Wir metzeln mit einem Lächeln. Zurki ist meistens hinter der Bar. Er wird wissen, wo ich den Piraten mit den Ersatzteilen finde. Reden wir mit Zurki? Je eher mein Kommunikator wieder läuft, desto besser. Namaste und Frieden sei mit dir, Revet. Hey, Zurki, hast du unseren geliebten ersten Mart gesehen? Brauchen Signalverstärker. Sieh mal an, so sieht man sich wieder. Gib mir das Teil. Bist du mir eher gefolgt? Sehnst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das Teil, Pierre. Wieder und wieder sage ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rusty Pete? Rostig? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fresh. Mein Name ist Pierre Lefer. Pirat extraordinaire. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Regelt das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Da drüben an der großen Fensterwand ist eine Konsole. Echt cool. Ich zeig sie dir. Gefährliche Kampfarena. Ich würde gegen euch kämpfen, aber erst müsst ihr beweisen, dass ihr es wert seid. Die Piraten kommen durch Spalten? Bewundernswert, dass sie immer neue Wege zum Mogeln finden. Ist der Spaß schon erfolgt? Das ist klar.
Sacre bleu! Oh! Ich hab mir den Knöchel verstaucht! Ah! Aber keine Sorge, mein weniger hübsches Dandouble kämpft für mich weiter! François! Der schwache, kümmerliche Pierre wurde von seiner Sprache ausgewechselt. Der Verrückten geworden. François wird. Wieso wundert es mich, dass Pierre einem Kampf davonläuft? Egal, ich hole uns diesen Signalverstärker. Du brauchst offenbar einen neuen Partner, Pierre. Nur weil er Pierre der nicht verfolge, heißt das nicht, dass du gewinnst. Nichts sagen. Eureka! Sie hat's geschafft! Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Ich sah, wie der Lombax dich mit... Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Hi! Wow, das ist... Warte. Okay, ich muss dir was erzählen. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension. Bitte was? Nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen, aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an! Was können wir tun? Gibt es den Planeten Bleezer Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow. Ein anderer Lombax. Los, bauen wir das Ding. Das war erste Sahne. Ich schaffe bestimmt noch den Bronzepokal, bevor es nach Bleezer Prime geht. Extra Balls können nie schaden.